Wenn wir auf der Sohle den Absatz schon drauf haben, dann brauchen wir hier einen Keil zum Auffüllen und legen das auf ein Holzbrett in der entsprechenden Größe. Wir nehmen ein zweites Holzbrett, das wir in den Schuh hineinstoßen. So. Und können das Ganze mit einer Schraubzwinge zusammenpressen. Und vorne dasselbe. Zum Schutz des Leders unterlegen wir ein zweites Leder